Meine Frau hat mit meinem Sohn letztens Butter gemacht und daraus möchte ich heute Bärlauchbutter machen. Ich habe jetzt ca. 150 Gramm Butter und ca. 40 Gramm Bärlauch. Also habt ihr den Bärlauch gut gewaschen, könnt ihr den jetzt erstmal in kleine Stücke schneiden. Und das Ganze muss jetzt gut gehackt werden, damit es schön klein ist. Anschließend geben wir den Bärlauch zur Seite. Ich gebe die Butter jetzt auf meine Unterlage und gebe etwas Bärlauch da drauf. Und dann mischen wir den Bärlauch einfach in die Butter hinein. Übrigens, was man noch alles so aus Bärlauch machen kann, das verlinke ich euch am Ende. Da habe ich zum Beispiel eine Pesto gemacht. Dann brauchen wir 3 Prisen Salz. Und mische das Ganze zu Ende. Wenn ihr das dann ordentlich vermischt habt, könnt ihr euch überlegen, wie ihr das anrichten wollt. Ich habe mir heute überlegt, dass ich mal meine Silikonformen ausprobieren möchte. Ich gebe das Ganze jetzt mal ins Eisfach. Meine Butterportionen waren jetzt im Eisfach und jetzt holen wir die mal raus und schauen uns an, wie die aussehen. Ich drehe das mal um und schau mal. Okay, das sieht gut aus. So, das ist jetzt quasi meine Ausbeute. Ich finde das Ergebnis klasse. Ja, ich kann nur sagen, lasst es euch schmecken. Ich wünsche euch auf jeden Fall guten Appetit und wir sehen uns beim nächsten Mal.